Boah, guck mal, wie geil. Guck mal. Schön einfach ganz drauf. Eischaum des Sheriff. Mmh. Scheiß drauf, ich ja, schneide schneid alles rein, schneid drauf rein, da. Schneid rein. Oh, halb. Lava. Ich habe schon mal Germknödel gegessen und das ist auch alles, was ich an Wissen zur Verfügung habe. Habe jetzt schon starke Internet-Kochshow-Schmerzen. Nun, dann schnallen Sie sich an, holen Sie sich schon mal den Erste-Hilfe-Kasten zu Hilfe. Wir müssen hier im Studio doch noch Sachen haben. Ja, Weizenmehl, Rohrzucker. Lass das einfach mal hier stehen, vielleicht brauchen wir da noch was draus. Was brauchen wir noch? Milch, die hoffentlich noch genug ist. Skier, den ich währenddessen snacke, während das Ganze verbrennt. Eier, Butter, Backhefe. Womit fange ich jetzt an? Zucker immer in den Kühlschrank, sonst wird er salzig. Okay, na, danke Maurice. Die Art von Tipps brauche ich hier. Zutaten für den Vorteig sind 30 Gramm Germ. Ab jetzt? Sorry, ich habe vergessen. Ich mache ja einhändig. Here we go. 50 Gramm Mehl. Okay. Je noch 61. Muss die Hefe in warmem Wasser auflösen. Okay, warmes Wasser. Ist schon Zeit, damit wir den Herd anmachen. Ist doch eine okaye Menge. Und da brösel ich jetzt Hefe rein. Hier so. Ich brösel das einfach so rein. Was mache ich da? Oh, das wird jetzt zu Pudding. Okay, einhändig Hände waschen. Rührgerät. Ich will den Spachtel haben. Wie warm ist das? Ich würde sagen, weniger als lau. Das war, glaube ich, eine dumme Idee. 5 Esslöffel Milch. Da kommt auch Milch rein. Die Clown-Tasse. Für präzise Abmessungen. Ich mache jetzt mal 250. Habe ich es auf 0 gestellt? Ich glaube, ich brauche ein zweites Gefäß, um auf 0 zu stellen. Diesmal nehmen wir ein Glasprodukt. Ist es groß genug? Wird schon passen. Ansonsten machen wir ein drittes. Minus 340. Dann habe ich auf 0 gestellt wahrscheinlich. 0. Nicht groß genug. Bisschen geht noch rauf. Aber hier ist fast nichts mehr drin. Das kommt jetzt einfach alles hier rein. Die Hefe wird 100% sterben. Ach Quatsch. Der geht's 1A. Ich kann da meinen Finger reinhalten. Heißt das, dass ich ein ultra harter Typ bin oder dass es vielleicht für die Hefe noch nicht zu heiß war? Eis rein, dann kühlt die wieder. Dann stelle ich den Topf ins Spülbecken. Das ist perfekt. Weil die Hefe, die will einmal kurz das warm ist, aber dann auch abkühlen. Das ist eine Finne. Finnische Germ nennt man ja. Kühlt das jetzt ab. Ich glaube, die ist tot. Ja, das ist 1A. Shit, aber wie kriege ich das jetzt von meiner Hand runter? Muss da nicht auch Mehl rein? 50 Gramm Mehl, aber das ist zu viel hier. Also wird jetzt einhändig hier zurückgeschüttet. Ja, ich mache immer so 3 Gramm Schritte. Liegt an meiner Vergangenheit als Drogendealer. Kann einfach gut umgehen mit weißem Pulver. Es wird jetzt hier schön drüber gesträuselt. So, ein bisschen bröckelig. Das ist wie Müsli. Und da kommt noch ein bisschen Zucker rein. Da schütte ich einfach ein bisschen rauf. Und okay. Das ist doch auch kein Teig, oder? Was soll denn damit passieren? Das wird so eine Scheiße, ey. Oh Mann. Wie kriege ich das jetzt hier fein? Eine Gabel? Ist das ein Zerfeinerer? Der hat ja 2 Knöpfe. Guck mal. Man geht nicht an. Boah, das wirbelt sich ja richtig gut durch. Oh, spritzt aber ein bisschen. Sieht jetzt so nicht nach einem Teig aus. Okay. Muss ich dem jetzt ein Schlaflied singen? Was passiert jetzt? Ist jetzt Zeit zum Aufräumen. 30 Gramm Germ, 50 Gramm Mehl, 5 Esslöffel. Ich habe zu viel Milch oder was? Ach so, ich habe viel zu viel. Ich habe da ja Wasser. 500 Gramm Mehl da rein oder was? Okay, it's a plan. 499. Oh, ja. Jetzt grabe ich da schön rein. Oh, das wird aber ein geiler Teig, glaube ich. Oh. Was denn mit den ganzen anderen Zutaten? Ein Eigelb und ein Ei. Milch, Butter. Es muss hier noch alles rein. Ach so. Nein. Was ist? Da steht ein Eigelb und ein Ei. Als ob jetzt ein bisschen Eiweiß, das ist noch schade. Ich mache jetzt einfach 2 Eier rein. Das war nicht fest genug. Das war ein bisschen zu fest. Dann, wir müssen Butter schneiden. So.
70 Gramm sind genau das Salz. Vanillezucker. Schnipp. Wozu braucht man eigentlich zwei Hände? Mir reicht eine. Oh, dann. Uah! Zitronenschale. Ach, scheiß drauf, als ob das so wichtig ist, dass man jetzt Zitrone drin hat. Hört ihr das? Das ist jetzt schon eine Suppe. Ich muss mehr von allem machen. Jetzt einfach nach Augenmaß, was soll's? Ich hol noch mehr Mehl. Mehr Zucker. Ein bisschen mehr Butter auch noch. Okay, na, das ist immer noch viel zu krass. Warum? Kann ich nur mit dem Mund Mehl nachschütten? Einhändig. Ist immer noch nicht genug. Mehr. Das könnte gehen. Es ist immer noch zu teigig. Du denkst wohl, du bist der Chef hier, du scheiß Teig-Kack. Ich will dich ja nicht spoilen, aber das werden keine Germknödel. Oh doch, mein Freund. So, wie viel Backpulver machen wir in das Ding da? Und jetzt nochmal kneten hier. Ich schätze, ich brauche noch mehr Mehl. Die Konsistenz ist mittlerweile schon ganz okay. Ach, ich kann auch so die Oberfläche nutzen hier. Mann, so eine ganz feste Oberfläche hier. Knödel Nummer 1. Ich traue mich nicht, die Marmelade aufzumachen, weil wie soll ich die denn benutzen? Ich nehme dann das Glas, schütte das hier so ein bisschen drauf, so ein Klecks, und dann, wie soll ich das denn, dann falte ich das irgendwie so zu oder was? Jetzt versuche ich es aufzumachen. Ach Leute, Andy rockt das noch, garantiert. Ja, ja, das wird noch. Kriegt ihr auf. Okay, ihr glaubt an mich. Mit eurer Power. Erstmal ein bisschen Blut reinschütteln. Hui. Okay. ist jetzt auf? Nee. Nicht mal das hilft. Soll ich einfach die Schere so reinballern? So Kopfnuss drauf. Oh. Warum ging das jetzt auf einmal so leicht? So. Und jetzt? Fertig. Ey, das ist jetzt so lecker, ne? Oh, ich höre eine Tür. Hey, na? Willst du denn auch einen haben? Wird voll lecker. Chat, cool, oder? Es läuft alles. Schreibt mir, dass alles läuft. Das ist alles perfekt, nämlich. So, dann bereiten wir mal den Garungsprozess vor. Oder muss das jetzt irgendwie ruhen? Wäre jetzt noch 30 Minuten am besten zum Gehen. Okay, dann lasse ich die jetzt einfach so liegen, oder? Du setzt dich jetzt hier hin, um mich auszulachen, oder was? Ja, wie geht Dämpfen? Das ist eine gute Frage. Dämpfen? War ich nicht irgendwie ein Sieb oder so? Haben wir sowas? Ja, sicher. Kann ich das über hier so drauf? Halten das da drauf, da ist dann Wasser drin. Da heizt sich hier schon mal an. Das wird nämlich eine ganze Zeit brauchen, bis das anblubbert. Ich glaube, zum Dämpfen reicht das. Oh, das ist aber ganz schön schwer da. Boah, ey. Machen wir mal an den Spaß hier. Wie sehr ist das... Boah. Schaut mal, wie die aufgegangen sind. Die sind ja riesig. Das ist schon ganz geil. Bin schon auch ein bisschen stolz jetzt. Weh, die schmecken nicht, Andi, ne? Klar schmecken die. Wir bekommen jetzt schon Bock. Ja, ich auch. Ich habe voll Hunger jetzt. So, aber das blubbert jetzt schon ganz kräftig. Dampft auch ganz gut. Das dürfte laufen, oder? Ja, aber du tropfst gerade den Boden voll. Ja, ach, hier, gut, ein bisschen wischen doch. Rein da. Ach so, ich kann ja filmen, guck. Und draufgelegt und jetzt Deckel, oder? Das ist jetzt eine Viertelstunde. Lass mal eine Viertelstunde testen einfach. Ich lass es mal drauf ankommen jetzt. Der hier. Warte mal. Oh, Chat. Oh. Schau mal. Und wie die Marmelade rauslunzt. Ich schneide den jetzt mal einfach mal in der Hälfte durch. Ey, das hat so richtig Konsistenz. So, ich serviere dir das einfach mal. Vielen Dank. Was? Ich finde das irgendwie so absurd, was du hier zusammengebastelt hast. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Oh, geil, wie das aussieht, Chat. Voll gut. Okay, ich probiere jetzt. Doch. Ja. Doch. Ja. Schon geil. Mhm.
Wie einfach ist das denn kochen? Ist halt einhändig. Einhändig. Ist halt sehr fettig, aber sehr lecker. Mmh. Mmh. An dir ist ein Bäckermeister verloren gegangen, du. Geil, ey. Chat, das ist voll gut. Während dem Verarbeiten seiner überraschend deliziösen Knödel stellte Andi Folgendes fest. Oh, das riecht aber nicht so gut. Hä, das riecht ja richtig verbrannt. Ach so, wahrscheinlich das Wasser ist aus. Ach so. Da schmort gerade der Kalk. Fuck. Mir ist das Wasser angebrannt. Okay, bleib du mal kurz da. Ich lösch mal kurz hier. Fuck. Scheiße, Mann. Da darf ich nachher nur ewig schrubben, ey. Geh raus jetzt hier. Oh Mann, ist auch voll verschmort. Och nee.